Hey Leute, in dem heutigen Video möchten wir euch die Wobbler der HU-Serie von Hideup vorstellen. Als erstes Beispiel haben wir den HU-30 Bomber Tune, den ihr schon an seiner besonderen Schaufel erkennt. Das gebogene Design sorgt dafür, dass der Wobbler auch bei schnellem und ruckartigem Aufziehen nicht aus dem Wasser springt. Die 30 steht übrigens für die Tauchtiefe, in diesem Fall also 30 cm. Trotz seines geringen Gewichtes lässt sich der Wobbler sehr weit werfen. Selbst bei starkem Wind und Regen fliegt er dabei ohne Probleme. Die komplette HU-Serie ist so designt, dass sie trotz des geringen Gewichtes sehr weit werfbar ist. Wie ihr hier im Video sehen könnt, ist der Wobbler immer in Bewegung. Das ist eine weitere Besonderheit der HU-Serie. Durch sein Design ist der Wobbler immer in Aktion, selbst wenn ihr ihn ganz langsam aufwickelt. Durch die sogenannte Rise Power schwebt der Wobbler nach oben, wenn er angehalten wird. Seine Körperform sorgt dabei für eine natürliche Bewegung, selbst beim Auftrieb, und lockt somit Räuber an. Die HU-Serie wird übrigens in Japan designt und auch produziert und beinhaltet auch noch andere Tauchtiefen, wie zum Beispiel den HU-400 mit einer 4 Meter Tauchtiefe, den wir euch als nächstes zeigen. Wie ihr sehen könnt, ist dieser größer als der vorherige Wobbler und auch die Schaufel ist etwas anders. Ein besonderes Merkmal der HU-Serie ist, dass ihr die Tauchtiefe bestimmen könnt, indem ihr euch den Wobbler mit der entsprechenden Tauchtiefe vorher auswählt. Dieser Wobbler mit 4 Meter Tauchtiefe wird zum Beispiel immer versuchen, auf die 4 Meter zu kommen. Neben den 30 cm und 4 Metern findet ihr bei uns noch 70 cm, 1,50 Meter, 2 Meter und 3 Meter. Die High-Float-Eigenschaft der HU-Serie lässt diese ganz schnell nach oben treiben. Dadurch können Hindernisse am Boden ganz einfach überwunden werden. Die HU-Serie findet ihr im Link in unserer Beschreibung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.